Mahlzeit und die Linke zum Gruß. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Fahrlässig Motorrad. Habt ihr euch nicht auch schon mal die Frage gestellt, auf wie viel Gummi ihr euch eigentlich verlassen müsst, wenn ihr mit dem Motorrad über die Landstraße fahrt oder wenn ihr mit dem Motorrad sogar bremst? Ich möchte heute herausfinden, ob die Kontaktfläche wirklich so groß ist wie diese Euromünze und welche Rolle dabei der Luftdruck spielt. Viel Spaß beim Angucken! Die Linke zum Gruß, ganz kurz, für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, drückt einmal unten auf den Abo-Button, ich freue mich riesig drüber und schaut auch mal gerne auf meiner Webseite vorbei für mega coole fahrlässig Motorradsticker. Viel Spaß im Video! Ich habe für euch heute ein paar Sachen vorbereitet und zwar einmal im Hintergrund seht ihr das Hütchen und die Tennisbälle, die werden wir dazu verwenden, um natürlich ausmessen zu können, ab wie viel Meter ich zum Stillstand kommen kann. Und zum Zweiten habe ich auch meine Reifen markiert, um da später nachzumessen, wie groß denn eigentlich die Kontaktfläche ist. Das Ganze werden wir natürlich Schritt für Schritt machen. Und zwar fange ich jetzt einmal an mit 3,2 Bar. Das ist natürlich deutlich zu viel, wie der Fahrzeughersteller sagt. Aber wir möchten natürlich herausfinden, welchen Unterschied das macht, wenn wir viel Druck drin haben und wenig Druck. Und damit wir jetzt einmal sehen, wie groß die Aufstandsfläche ist, werden wir fahren, einmal mit 3,2 Bar vorne. Dazu lassen wir es mal gemütlich rollen ein bisschen, fahren relativ geradeaus. Und bremsen auch nur hinten, damit wir da einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie groß denn die Ausstandsfläche ist. So, wenn wir uns jetzt einmal kurz den Punkt angucken, dann sehen wir, dass wir hier diesen ganzen Bereich schon verwenden. Das bedeutet, der ist tatsächlich so groß. Wir messen das Ganze mal ganz kurz. Ungefähr 4 cm. Das heißt, eure Auflagefläche liegt hier schon bei 4 cm, also schon eigentlich ziemlich größer wie ein Euro-Stück. Um das Ganze euch ein bisschen anschaulicher darzustellen, so groß ist ein Euro-Stück und so groß ist eure gesamte Auflagefläche bei einem Luftdruck von 3,2 Bar. Jetzt sind wir wieder zurück auf Startposition. Ich beschleunige jetzt einmal mit 50 km/h und versuche so fest runter zu bremsen wie möglich. Und dann gucken wir uns da einmal die Auflagefläche an. Von der Distanz her sind wir jetzt ungefähr auf 2, 4, 6, 8, 10, ja tatsächlich so 11 Metern gekommen. Ich glaube, die Bremsung ist tatsächlich nicht schlecht. Also man sieht tatsächlich auch hier schon, das Reifenbild sieht ganz interessant aus. Hier einmal in dem Bereich, wie sie so die Steinchen reingekrallt haben und ein bisschen drüber gerutscht sind. Das ist auch ein sehr gutes Reifenbild, wo man sieht, die sind tatsächlich schon ein Stückchen drüber gerutscht. Also waren nicht so griffig, sondern sind drüber gerutscht. Deswegen war das jetzt schon die Maximalbelastung für diesen Reifen. Man sieht jetzt auch tatsächlich, oder man wird später sehen, dass das Reifenbild auch hier anders aussieht. Wenn wir das Ganze jetzt mal kurz vermessen, natürlich haben wir jetzt hier einen Radius mit drin, das kommt auf den Reifenradius immer anders rüber, aber ich sage jetzt mal ungefähr so roundabout 5 cm ist jetzt tatsächlich diese Kontaktfläche breit. Wir werden jetzt einmal die Luft etwas rauslassen auf 2,5 bar, das ist, würde ich so sagen, so ein gutes Mittelmaß, 2,3 bis 2,5 bar. Vorderreifen für Tourenform. Und dann werden wir das Ganze einfach nochmal machen. Jetzt sind wir auf 2,5 Bar. Wir machen die Vollbremsung nochmal und dann sehen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Man sieht jetzt tatsächlich hier, dass dieses Kontaktfeld
ein Stückchen größer ist, das werden wir gleich nochmal sehen, und man sieht, dass das Reifenbild auch ganz anders aufgebaut ist, dass hier deutlich weniger Steinchen sind, die irgendwie drüber rutschen. Wenn man auch nochmal die Distanz anguckt, dann sind wir jetzt mit dem Vorderreifen tatsächlich bei 10 Metern, vorhin waren wir bei 11, also wir haben jetzt tatsächlich 1 Meter kürzeren Bremsweg, allein dadurch, dass wir schon den Luftdruck gesenkt haben. Wir messen einmal kurz nach. Also wir haben jetzt eine Ausstandsfläche von 55 mm, also ungefähr 5,5 cm, ist einen halben Zentimeter mehr wie mit 3,2 bar. Jetzt werden wir das Ganze nochmal runtersenken auf 2,0 bar und werden da mal gucken, was dabei rauskommt. Das war jetzt die letzte Bremsung mit 2,0 bar. Wenn wir das Ganze mal kurz nachmessen, dann kommen wir ungefähr auf 6 cm. Also in der letzten Bremsung haben wir tatsächlich jetzt noch einen großen Unterschied festgestellt. Wir sind jetzt unter 10 Meter gekommen, ungefähr bei 9,70 Meter. Bei einem Luftdruck von 2,0 bar hatten wir ungefähr eine Aufstandsfläche von 6 cm. Also man hat jetzt gemerkt, pro halben Bar ist ungefähr die Aufstandsfläche für diesen Reifen, den ich fahre, um einen halben Zentimeter gestiegen. So, also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben es geschafft darzustellen, dass die Aufstandsfläche bzw. die Kontaktfläche vom Reifen größer ist als eine Euromünze. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass natürlich mit Verringerung vom Luftdruck auch die Aufstandsfläche vom Reifen deutlich größer wird, zwischen 5 und 6 cm. Wir haben auch festgestellt, dass natürlich der Reifen dadurch mehr Grip bekommt und wir dadurch einen kürzeren Fahrweg erzielen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einmal einen Daumen nach oben da, schreibt es gerne auch in die Kommentare rein, schreibt auch gerne Kritik rein, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Ich freue mich immer riesig drüber und vergesst bitte nicht, den Abo-Button zu drücken. In diesem Sinn, die Linke zum Gruß, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.